2, 1, so. Ich sehe Patrick. Patrick, du hast, bist ein bisschen im November untreu geworden, kann das sein? Du hast ein bisschen mehr Bart. Ich habe mich extra So passt doch alles. Okay, passt wieder alles. Okay. November nach wie vor. Geht es um den November und um das Sammeln der Spenden? Ich habe da ein bisschen wenig erhalten bisher. Ich werde dem Patrick auch noch was spenden, damit er. Dass noch mehr kommt. Damit noch mehr kommt. Naja, der Teufel, der scheißt immer auf den größten Haufen, ne? The rich get richer. Ich habe gesehen, Patrick, du hast noch vom letzten Jahr so ein paar Movember-Devotionalien. Ja? Das ist hier ein, das kommt hier rauf, da kann man nämlich schon immer. Patrick demonstriert das jetzt. So sieht das gut aus. Ich trinke jetzt nicht aus deiner Hand. Nee, sollst du ja auch nicht. Ja, also wie gesagt, wer sich nicht traut, diesen wunderschönen Movember-Bart den ganzen Monat aufzusetzen oder anzusetzen vielmehr, der kann sich sowas bemühen. Ich habe gesehen, Patrick, wir haben neue Kappen bekommen von der Poker. Okay. Zeig die mal bitte. Vor, links. Das, was du gerade machst, ja, das ist nämlich auch das Thema, was ich heute habe. Und zwar geht es darum, wie setzt man so eine... Wirklich? Ja, und zwar, das nennt sich ja Fahrradmütze oder korrektermaßen auf Französisch Kaskett. Ja? Wie setzt man die, ich greife mal zu meiner, wie setzt man die vernünftig auf? Da hat auch der, ja, siehst du, auch der berühmte mehrfache Weltmeister, Giro d'Italia-Sieger Gianni Bugno, das passt vielleicht auch zu unserem italienischen Freund Andrea, ja? Der wird den Gianni Bugno vielleicht kennen. Ja? Wie setzt man denn diese Mütze vernünftig auf? Patrick, weißt du, wie man ich habe es jetzt zweimal probiert, ich habe es einmal vorwärts und einmal rückwärts. Ja, es gibt verschiedene Styles dazu. Ihr Fahrradfahrer, ihr setzt sie immer so auf. Ja, mittlerweile setzt ja jeder Hipster die auch so aus, deswegen passt das ja auch zum Movember. Ja? Mir sagen sie immer, das ist scheiße. Naja, okay. Also ich präferiere den Gianni Bugno und oder Miguel Indurain Style, wo man die Mütze quasi nur auflegt. Und beim Fahrtwind? Gute Frage. Früher war das tatsächlich so, dass die Profis ohne Kopfbedeckung, also ohne Helm fahren durften. Und dann hat sich das hier so reingedellt. Und dann, das war auch eine Kunst für sich, das zu fahren. Heutzutage hat man ja immer einen Helm auf. Ja, und deswegen wird das meistens dann so nach unter die Mütze gezogen. Unter den Helm die Mütze runtergezogen. Der moderne Hipster, der gemeine Hipster läuft denn da quasi mit so rum, mit dem Stirn nach oben, je nachdem wie hoch die Stirn ist. Ja, ja, kann man das so nach oben machen, dann wirkt man auch gleich, also ich finde, man wirkt dann 4 bis 10 Jahre jünger gleich. Macht bei dir ein bisschen mehr aus. Naja, ich sehe auch ein bisschen auch dann aus, italienisch wieder wie Mario, ja, von Mario und Luigi. Wenn ihr noch nicht wisst, was es mit dem November auf sich hat, dann kommt auch noch bald was. Aber ansonsten könnt ihr unten nach wie vor spenden und bitte erzählen und oder am besten auch grafisch demonstrieren, wie ihr die Kaskett richtig aufsetzt. Patrick, hast du noch was zu sagen dazu? Wie viel hast du schon eingenommen? Wie viel Spenden? Ich glaube, 160 Euro hat das ganze Team bisher eingenommen. Wie viel davon kam von dir? Guck mal. Die Ente ist hinten fett, ja. Und zum Schluss wird das dementsprechend gemacht. Ich mache hier mehr Werbung für die Pokeshot als für den Movember. Aber du kannst ja die Werbung für die Pokeshot kannst ja von Januar bis September und nochmal im Dezember machen. Aber ohne Bart? Ohne Bart dann halt erst. Du hast quasi 11 Monate Zeit, um die Pokeshot zu bewerben. Du hast einen Monat Zeit. Ja, aber ich find den Movember mit der Mütze zusammen passt am besten. Nö, finde ich super. Ja? Okay, also wie gesagt, schreibt uns mal, zeigt uns, wie ihr die Mütze, welchen Stil der Mütze ihr präferiert und spenden unten auf unseren Link. Und für den, was Movember genau ist, das. Ich kann die auch so aufsetzen. Ja? Danke. So. Ja, du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit? Nee, gerade nicht. Warum machst du die Mütze dann? Ist kalt.